So, wir sind wieder da. Neuer Tag, neuer Shop, neue Tagesaufgabe und sogar diesmal in dem Video eine neue Zahl. Unten kam jetzt die 4 hinzu, weil wir die 310 Abonnenten geknackt haben. Die nächste Zahl kommt dann bei 320 Abonnenten. Also, wenn du mich schon öfters gesehen hast und dir es einigermaßen gefällt, was ich so von mir gebe, gerne ein Abo da lassen. Die anderen natürlich wie immer, Like, Kommentar. Es macht echt Spaß, mit euch zu quatschen über die Kommentare oder auch jetzt immer halt täglich im Livestream. Es kommen immer dieselben so ein bisschen vorbei. Würde mich natürlich freuen, wenn noch mehr hinkommen, weil es macht halt einfach Spaß allgemein. So, wenn du aber wissen willst, wie das unten mit dem Code genau funktioniert, guck einfach in die Videobeschreibung. Da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und genau erkläre, wie ihr den Code knacken könnt. So, wir haben zweimal Shop. Was ist passiert? Gehen wir erstmal in den Shop. Ist doch gar nichts neu. Hat sich was geändert? Naja. Warum zeigt ihr mir den Shop an? Hauptsache nochmal Werbung machen auf Krampf. Ah, epic, epic, epic. So, gehen wir mal in den normalen Shop rein. Oh. Oh. Hier sind ja ganz verschiedene Sachen neu. Da haben wir. Oh Gott, wie sieht das denn aus? Einmal Nickerschen. Mit einem. Oh Gott. Aber wie sieht denn der Skin im Spiel aus? Stelle ich mir ja ganz komisch vor. Hatten wir schon mal einen schwebenden Kopf? So, wie ihr seht ja die Stilvorschau einmal mit Deckel und einmal mit ja, typisch Frauen kurzem Hemd zum Schlafen. Dann als Rückenteil haben wir hier dieses, das ist kein Mobili. Ihr seht ja, die Lampe, die dann an die Decke und an die Wand die ganzen Lichter projiziert. Aber da muss ich sagen, haben sie sich mal was Schönes einfallen lassen. Also sowas hatten wir in der Art eigentlich noch nie. Ist nicht schlecht. Nicht meins, aber ist nicht schlecht, finde ich. So, dazu gibt es natürlich auch Waffenskins. Warum die jetzt so auf Schlafmodus sind, habe ich irgendwas verpasst? So, die Tarnung, ja, sieht so ein bisschen Toy Story aus, finde ich. Ach, jetzt ist auch das Haube. Haben sie ein Biest rausgeholt? Es gibt keine Tarnung mehr auf Biest. Da wird Biest wohl entfernt. Season 11 steht vor der Tür. Und Biest ist wohl weg. So, dann. Oh, die sieht aber auch nice aus. Was freut mit dem Shop los? Da haben wir noch die Spitzhacke, Einschlafhilfe. War die schon mal da? Weil das wurde jetzt nicht als neu angezeigt. So, dann haben wir die. Und noch ein Kleider. Ah, ich glaube, der ist ziemlich breit. Warte, guck mal, ob ich ihn schnell gedreht bekomme. Ich will den einmal, dass ich ihn direkt von der Seite habe. Ah, ich glaube, der ist ziemlich groß. Also, es wäre schon kein Kleider für mich. Ich sage, ich habe am liebsten echt diese Schirme. Weil du kannst zwischen Schirm und Kopf noch durchgucken. Die Kleider sind echt die besten in meinen Augen. Aber sieht natürlich auch nicht schlecht aus. Passt natürlich zu den Erntewerkzeugen, Skins, ist klar. Wenn wollen ja natürlich auch das komplette Paket quasi verkaufen euch. So, das war die Tarnung. Gucken wir mal weiter. Dann haben wir hier einfach Hakkordeon. Cool. Also ganz ehrlich, das hört sich eher an wie aus dem Horrorfilm. Aber ich will es jetzt nicht sagen, aber denk nur, wenn einer so ein Ding einem auf den Kopf haut, das hört sich dann ungefähr so an. So, dann haben wir Oktoberfest mal. Ich glaube, die hatten wir aber letztes Jahr schon drin. Aber es ist halt auch wieder so ein Riesenkleider, finde ich. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, ja, der ist zu groß. Wie groß die Spannung, wo die Griffe sind, das sieht man schon. Ich mag nicht so große Kleider, weil man einfach nichts sieht. So, weiter. Ja, war klar. Die Dirndlfrau bzw. Heidi und der Brezelkrug. Alte Bekannte kommen jetzt wieder rein, ist klar. So, und der Ludwig natürlich auch mit seiner Kuckucksuhr. Da würde ich ja noch feiern, wenn der Kuckuck auch da rauskommen würde. Aber man kann ja nicht alles. Ah, doch, er kommt raus. Tatsächlich. Komm, einmal noch. Kuckuck. Kuckuck. Hallo? War das eben Zufall oder was?
Also, aha. Es kommt aber nicht der Kuckuck, sondern ein Lama. So, das war, na klar, zum Oktoberfest. Dann kommen die Clowns da. Ja, ist noch nicht Richtung S, aber es geht zumindest mal so ganz leicht in die Richtung von S. So, was ändert sich hier in dem Stil? Warte, jetzt muss ich mal gucken, nicht, dass ich hier was Falsches drücke. Ach, einmal mit Gesicht, einmal ohne. Das ist doch kein weiblicher Kopf mehr, oder? Sieht mir eher schon männlich aus. Also erst am Blick würde ich sagen, männlicher Clown. So, dann gucken wir mal weiter. Dann haben wir das Ganze natürlich in männlicher Form. Der sieht natürlich nice aus. Also das ist mal ein geiler Skin. So, wie sieht hier die Stilvorschau? Ah, auch nur mit Kopf. Ich sage ja, der weibliche Kopf, der ist genauso falsch nicht. So, dann haben wir hier noch. Ah ne, die Stile sind nur da. Es hat natürlich was. Sieht zwar ein bisschen verwurschtelt aus, aber man erkennt ganz leicht, dass es ein Lama ist. So, dann haben wir drin noch der Schellschläger. Ne, Schellschläger. Das, wenn man zu schnell liest. Sichelschläger. Na, das ist eine scharfe Klinge. So, dann neue Musik. Bunkertage. Ah ja. Immer wieder diese leichte Techno. Beziehungsweise damalige Techno-Zeit. Heute ist es kein Techno. So, dann haben wir. Oh, heute ist ja alles neu, ey. Dann noch ein neues Emote. Rage Quit. Das ist, glaube ich, schon vielen passiert. Schreibt mir in die Kommentare, wer hat alles seinen Controller schon zerhämmert? Ich muss ehrlich sagen, ich noch nicht. Ich lege ihn immer elegant auf den Tisch ab. Also geschmissen wirklich noch nicht. So, dann haben wir Jitterbug. So, das war auch schon der Shop. Wie gesagt, wenn man so, Fall runter ist, wenn man zu viel Geld hat, dann liegt es auf dem Tisch und fällt runter. So, wie gesagt, das war der Shop für heute. Ich hoffe, ihr habt wieder nicht zu viel Geld ausgegeben. In dem Sinne sage ich mal, haut rein und bis zum nächsten Video.